Ja, hallihallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und in diesem Video möchte ich euch meine neue Säge vorstellen, die ich mir gekauft habe. Und zwar ist das die Max Fuchs Spannsäge. Den Link dazu gibt es wie immer natürlich unten in der Videobeschreibung. Gibt es auf Amazon recht günstig zu kaufen. Und jetzt möchte ich euch das Ding mal genauer vorstellen. Diese Säge lässt sich sehr kompakt zusammenbauen, wie ihr hier seht. Findet alles in diesen beiden Rohren hier Platz. Und ich mache das jetzt einfach mal auf. Man kann hier einfach eines dieser beiden Enden aufschrauben, die Muttern hier runternehmen und kann dann das Ganze auseinanderziehen. Was man dann hat, sind diese beiden Rohre, das Sägeblatt und die beiden Bügeln zum Spannen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das zusammenbaut. Ich gehe jetzt erstmal her, nehme mir eine dieser beiden Stangen, diese Rohre, und stecke in dieses Loch hier diesen Querbalken ein. Das gleiche mit dem anderen Rohr auf der anderen Seite. Dann nehme ich oben die Zugstange, führe die hier durch und kann dann hier schon mal die Mutter wieder drauf drehen, sodass das Ganze mal nicht mehr auseinanderfallen kann. Im nächsten Schritt drehe ich das Ganze um und setze das Sägeblatt ein. Dazu gibt es hier diese Nieten, die dann in die Rohre hier in diese Schlitze eingeführt werden. Das mache ich jetzt mal hier auf der einen Seite und dann auch hier unten auf der anderen Seite und brauche jetzt im Prinzip nichts anderes mehr machen, als einfach diese Spannmuttern hier zusammenzuschrauben, bis das ordentlich fest ist und das Sägeblatt ordentlich gespannt ist. Und jetzt ist diese Säge eigentlich auch schon einsatzbereit. Ja, ihr seht, ich habe jetzt hier hinter mir einen umgestürzten Baum. Der ist vor einiger Zeit mal vom Wind oder vom Schnee umgedrückt worden. Ihr seht auch, die Rinde löst sich hier schon total ab. Also dieser Baum ist definitiv tot. Da lebt nichts mehr. Er ist aber noch schön solid. Noch nicht morsch, nicht vermodert, also genau das Richtige zum Lagerbauen. Und ja, ich werde mir jetzt erstmal ein paar von den schönen geraden Stangen hier abschneiden, zum Beispiel diese hier. Und das werden wir uns jetzt erstmal mit der Säge hier anschauen.
Ja, wie ihr gesehen habt, schneidet die Säge ganz tadellos. Sie hat natürlich eine begrenzte Schnittlänge, aber so für Outdoor unterwegs, ein bisschen zum Bushcraften, finde ich das eigentlich ziemlich cool. Und ich finde, die Schnittlänge reicht für das auch aus. Es war jetzt da an dem Baum nicht ganz ideal zum Sägen, einfach weil der Baum liegt und oben in einem anderen Baum drinnen hängt und dadurch, wenn man von oben schneidet, das Holz einfach klemmt. Deswegen habe ich es dann ein bisschen aufhebeln müssen zwischendurch. Das war das Problem, warum die Säge nicht ganz durchgegangen ist. Ich werde jetzt das Holz erstmal zurückbringen zu meinem Lagerplatz und werde dort dann noch den einen oder anderen Ast runterschneiden. Und da werdet ihr dann sehen, dass wenn dieser Klemmeffekt nicht da ist, dass das deutlich besser funktioniert. Ja, und wenn wir dann die Säge nicht mehr brauchen, dann können wir sie im Prinzip in der umgekehrten Reihenfolge einfach zerlegen. Ich lockere hier also die Spannmuttern, nehme das Sägeblatt heraus . Drehe dann die Spannmutter auf, schaue, dass sie mir nicht runterfällt und kann dann das alles zerlegen. Stecke die Spannspindel durch die große Mittelstange durch und kann dann die Röhren aufsetzen, die Griffstücke. Und zum Schluss noch das Sägeblatt hinein. Setze die Mutter wieder auf. Drehe das Ganze zusammen. Und habe meine Säge wieder sauber verstaut. Kann sie so in den Rucksack einpacken, ohne dass irgendetwas kaputt gehen kann, beschädigt werden kann vom Sägeblatt. Und diese Säge ist so kompakt, dass sie auch in meinem 40 Liter Rucksack locker Platz hat. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Produktreviews von dieser Spannsäge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video einfach wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt alles Gute, viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.